Moin Leute und herzlich willkommen. 1000 Mal gesagt, ne? Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zaunkönig oder wie ZDF sagt. Zaunkönig, sorry. Heute seht ihr Part 4 des Wohnanhänger-, Camping- und Motocross-Anhängers. Wie ihr seht, habe ich eine Tür eingebaut mittlerweile. Ich habe hier so Anhängerbefestigungen dran gemacht. Die kennt man hinten von den Bordwänden, die man aufklappen kann. Die sind vom Prinzip her ähnlich. Habe ich 3 Stück gemacht. Hier drüben gibt es dann auch entsprechend 3 Scharniere. Und ich habe das Ganze so gemacht, dass die quasi immer auf derselbe Höhe sind. Warum habe ich das gemacht? Weil der Hänger ansonsten extrem instabil ist. Der ist quasi immer so in sich instabil gewesen und durch diese massive Tür wollte ich eigentlich erst gar nicht, habe ich jetzt aber doch gemacht und bin damit sehr zufrieden, habe ich quasi, wenn hier alles zu und verschlossen ist, wackelt nichts mehr. Wir schauen mal rein, ich muss allerdings ein bisschen die Tür heben, weil es extrem windig ist, oder mein Kameramann, der Ricardo, Dankeschön, hebt uns die Tür mal kurz. Wie ihr seht, ich habe innen alles weiß gestrichen, das ist letztendlich dieselbe Wetterschutzfarbe gewesen vom Hornbach wie für außer, bloß dass es halt weiß war und nicht grau. Was sicherlich ein Highlight ist, das ist auch das einzige, wo ich jetzt wirklich eine Aufnahme habe, wie ich es gemacht habe, weil ansonsten war es entweder immer zu dunkel oder zu wenig Platz zum Filmen. Ich blende es euch mal kurz ein, ist das Abflammen der Decke. Und nach dem Abflammen sah die Decke jetzt dann folgendermaßen aus. Da ist entsprechend noch ein Holzöl drüber gekommen. Und ich finde einfach den Kontrast richtig geil. Ursprünglich habe ich mir überlegt, dass ich den Boden abflamme. Weil ich es eigentlich schöner finde, wenn man einen dunklen Boden hat, eine helle Decke. Das Problem ist aber, dass hier ein PVC-Boden reinkommt. Und man hätte im Endeffekt dann überhaupt nichts mehr davon gesehen. Und ich finde es doch wirklich ziemlich cool. Ihr seht hier hinten Scharniere. Das sind so Bettkastenscharniere. Viele Leute kennen das, wenn man so eine Couch hat in so einer L-Form und man klappt dieses kleine L auf, dann sind immer solche Scharniere drin. Der Charme bei den Scharnieren ist, dass sie nicht einfach nur nach oben gehen, sondern während man die quasi öffnet, fahren die auch ein bisschen nach außen. Das heißt, ich bin quasi außer am Dach wirklich press drauf und muss jetzt nur irgendwie mir noch eine kleine Dichtungsmöglichkeit überlegen, damit es da nicht reinregnen kann. Was jetzt gerade sehr nötig wäre, aber weil wir das Video jetzt hier gerade ja in relativer Kürze für euch mal aufnehmen, wir sie nicht eingeschaltet haben, ist die Heizung, die gute China-Heizung. Ich habe mir hier entsprechend so ein kleines Regal gebaut. Das sieht jetzt zwar sehr groß aus, mir war es allerdings wichtig, dass ich hier an alle Komponenten gut hinkomme. Hier wird auch noch entsprechend was reinkommen. So, wir haben hier also den Tank. Der kann zwar ein bisschen wackeln, ist aber bombenfest und man kann im Endeffekt, wenn man hier 1, 2 Schrauben löst, kann man dann auch rausnehmen. Ansonsten ist der natürlich auch dann so einfach tankbar. Also Tür auf, an die Tankstelle hinfahren, tanke. Hier unten dann der eigentliche Brenner. Dann haben wir hier oben, das muss man nochmal festmachen, haben wir den Display von der Heizung. Dann habe ich hier einen CO2 und Rauchmelder. Das ist ein Kombinationsgerät und ein kleiner Feuerlöscher mit 1 Kilo. Einfach aus Sicherheitsgründen. Viele Leute haben in ihre Vans Holz verbaut und haben trotzdem auch diese klassische China-Dieselheizung. Ich habe noch nie bei irgendjemandem einen Feuerlöscher gesehen. Vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet, aber gerade weil das Ding komplett aus Holz ist, sind wir ehrlich, ist es wahrscheinlich besser. Ich steige jetzt mal ein. Schuhe aus, Freunde. Ja, ich sehe ja hier nicht meine Wand aus. Es ist so kalt. Oh Gott, es ist so kalt, es fühlt sich auch an den Füßen gerade so widerlich an. Beim Lidl gab es letztes Angebot solche Koffermatratzen. Sind 2 Stück. Die kann man auch, wenn man so ein bisschen presst, auf den Boden drauf machen. Zu zweit hier schlafen. Ricardo und ich haben es schon mal getestet. Aber gleichzeitig, weil es Klappmatratzen sind, kommt ja auch noch ein System hin, dass man wie so eine kleine Couch hat. Weil wie ihr auch seht, also es ist schon Platz hier drin. Es ist jetzt nicht so, bloß weil es auf dem Hänger drauf ist, als hätte man jetzt hier keinen Platz. Ich finde es recht gut eigentlich. So, jetzt schauen wir uns mal das Dachsystem an. Hier ist übrigens noch vom Abkleben, nicht wundern, ist noch das Klebeband da. Also wir ziehen im Endeffekt diese Splinten hier raus. Gibt es auf jeder Seite 2 Stück. Jetzt ist mir allerdings gerade aufgefallen, dass ich momentan, weil die Scharniere sehr hoch gehen, habe ich nur auf einer Seite so ein Stoppergrad. Also nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen schief aussieht. Die andere muss ich nochmal richtig befestigen. So, klappen wir das Ganze mal hoch. So, jetzt seht ihr den ganzen Camper auch mal mit offenem Dach. Dann hat man auf jeden Fall auch eine richtig geile Stehhöhe. Ich habe überlegt, dass ich mir vielleicht für den Sommer so Moskitonetze mache mit Klett. Und dann könnte man die quasi ja einfach überall hinmachen. Dann kann man dann nämlich nachts sogar auflassen. Und im Idealfall ist meine Idee quasi, hier eine Kochstelle zu haben, die ich nach unten oder nach oben versetzen kann. Also entweder koche ich hier im Stehen, ja, im Sommer,
Da habe ich auch vielleicht, eventuell, egal wo ich stehe, einen super geilen Ausblick. Oder wenn ich mich dann hinsetzen will im Winter, wenn das Dach zu ist, so wie jetzt. Und übrigens ist es auch echt so kalt, gerade an meine Füße. Kann man den Herd auch nach unten versetzen. Jetzt habt ihr das Ganze mal gesehen, wie das aussieht. Und genau, es gibt also schon noch sehr, sehr viele Kleinigkeiten zu tun. Ein kompletter Innenausbau. Es ist immer noch, gibt immer noch zwei, drei Stellen, wo noch ein bisschen Farbe auch hin muss etc. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich dieses Mal wirklich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Weil ich glaube, ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie viele Arbeitsstunden ich hier schon drin stecke. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass es bald wieder wärmer wird. Haut rein, euer Zaunkönig. Bye.